Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier in Nuka-Cola World und leider regnet es. Ja, trotzdem werden wir uns einen schönen Tag hier machen, vielleicht auch mehrere. Schauen wir uns das Ganze doch mal an und ich würde vorschlagen, wir gehen einfach mal in diese Richtung hier. So wie es uns ja auf der Karte vorgegeben wird. Ich glaube, hier waren ein paar Gunner. Ja, den haben wir ganz schön eingeheizt. Natürlich nehmen wir wieder alles mit. Oder zumindest so viel wir tragen können. Kannst du irgendwas wegwerfen? Und ist es soweit, ne? Dann wegwerf nicht, da du könntest schleppen helfen. Klar, wirf mal einen Blick rein. Ja. Oh, scheiße, du bist ja auch voll wie ein Christbaum. Warte. Da kommt mir glatt eine Idee. Ja, warte mal. Ja, das fängt ja wieder super an. Gibt es hier einen Behälter? Da vorne vielleicht? Ich müsste mal kurz was reinschmeißen. Ah, der Zigarettenautomat könnte... Ja. Der könnte schon mal kurz passen. Ja. Das sollte so nicht... ja. Voll vergessen auszuleeren. Entschuldigung. Ich habe 2 Tage nicht mehr gespielt. Das hat es leider eh gemerkt, ne? Ja, weil nichts hochgeladen war und nichts kam. Was bist du? Eine Schrot. Okay, die tue ich da mal auch mal weg. Obwohl die gar nicht so schlecht wäre. So, jetzt passt. Entschuldigung. Ja. Profis am Werke, ne? Hinborden dürfen wir uns, ne? Ja, passt. So weit müssen wir sie entdeckt haben. Was? Abgeschlossen? Wieso abgeschlossen? Kann ja nicht sein. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da. Starlight Drive-In. Ich denke, ein bisschen Grafel werden wir noch uns zusammensuchen. Da werden wir vielleicht einmal so in 3, 4 Parts. Also die machen wir jetzt noch mit Questen. Da werden wir vielleicht wieder ein bisschen bauen. Ja. Weil hier werden immer noch haufenweise Betten gebraucht, Häuschen noch ein paar, also Wohnungen. Und wir möchten ja, oder ich möchte gerne in der Mitte irgendwie beim Wasser ein schönes Dorfzentrum machen. Hat er gerade wer geschossen? Ah, ich bilde mir das auch schon. Ach so, übrigens Hancock. Bei der Gelegenheit gehen wir auch dann gleich Doc mitholen. Hancock, bitte. Hancock? Sie ist erfurt. Sie ist ja beleidigt. Schatzl, du kannst ja nicht ewig da oben. Na, komm her. Was soll ich tun? Mir deinen Graffel geben. Was habe ich dabei? Alles nehmen. Ja. Keine Sorge, ja? Deinen Hut kriegst du wieder. Wie immer. Ich möchte nämlich, dass er in Sanctuary Hills den Schutz übernimmt. Und wir werden dann einfach mit unserem Hündchen, das wir schon ewig nicht mehr dabei hatten, die Gegend unsicher machen. Zuerst kommt einmal das ganze Graffel hier natürlich rein. Es tut mir so leid. Voll vergessen drauf. Ja, aber ich denke, ihr seid so lieb und könnt mir das verzeihen. Lieb schau, bitte. So. Alles rein damit. Zack, 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 zack. Jo, wenn wir dann auch hier weiterbauen, werde ich versuchen, sofern wir dann noch die Möglichkeit haben, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, möchte ich dann auch gerne unsere Siedler hier neu einkleiden, damit sie mehr aushalten. So, das kann auch weg. Das kann auch weg. Das auch. Muss man langsam, ganz langsam durchschauen. Ui. Eingelegtes Fleisch. Das ist für schlechte Zeiten. Das kommt mal dorthin. Auch das hier. Die Hubblume tun wir auch weg. Den tun wir auch weg. Die tun wir auch weg. Den Kaugummi auch. Oh, Google, Google, Google. Ich sollte mal mehr essen. Merke ich gerade. Naja,
Ui, 44 Steam-Pakete schon? Boah. Ja. Nicht schlecht, oder? Schön langsam. Ah ja, der gesamte Schrott natürlich. Die Mod Mr. Handy. Ah, ist was für unseren Kotzi. Wahrscheinlich darf er das tragen. Na, Fisch. Schaut dir nicht so schlecht aus. Was bist denn du? Ach so. Ah, aha. Hilfsmittelchen. Jawohl. Jetzt müsste es aber passen, Herrschaftszeiten. Ja. Schaut nicht so schlecht aus. Gut. Also, ganz fix noch zu Sanctuary Hills. Toll, echt. Tut mir nochmal sehr, sehr leid. Sind leider jetzt schon bald... Ja, sind schon 6 Minuten, die ich jetzt da vergeudet habe. Tut mir echt leid. So. Hopp, hopp. Voll vergessen drauf. Naja. Das beweist, dass ich kein Sünd bin. Nein, ich bin ein Mensch. Sünd sind in der Regel fehlerfrei. Wenn nicht, hätte mich das Syndikat schon geholt. Syndikat, genau. Was? Hätte gerne einen Drink. Ja, hätte mich das Institut schon geschnappt, wollte ich sagen. Jetzt muss ich nur Hundi suchen. Der müsste... Lass mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Also, na, danke. Ich mir überlege, du weißt hätte ich schon, lieber ein Bier. Etwas Korrektur lassen soll. Na, ich will nur unser Hundi haben. Der müsste nochmal da hinten schlafen, da irgendwo. Also zumindest habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Oje. Habe ich Doc mit auf Patrouille geschickt? Kacke. Das dauert jetzt zu lange. Schande, das dauert jetzt zu lange. Das ist jetzt... Ja, da schaut's aus, ne? Also jetzt dachte ich, das ist abgebrannt. Ich dachte, das wäre abgebrannt, aber es ist nur finster. Scheißendreck. Ja, das kann ich schon vergessen. So finde ich Doc mit niemals an. Da hinten wird er nicht pennen, oder? In der Hundehütte. Hahaha, natürlich ist er hier. Hi, Hundi. Warte mal. Ja. Egal. Los geht's. Los, Junge. Wir müssen gehen. Hancock, bleib bitte in Sanctuary Hills. Bestätigen. Brav. Super. Weil beim Hundilein haben wir noch, glaube ich, keine abgeschlossene Sympathie, würde ich meinen. Jetzt wollte ich nur noch... Ach, das passt schon. Hancock kann ein bisschen Urlaub gebrauchen. Das geht schon so. Fisch. Super. Dann gehen wir gleich zurück zur Nuka-Cola. Nein. Stopp. Stopp. Hundi? Hundi? Hundi, komm her. Hast du irgendwas, halt, halt, stopp, Hundi. Aufgepasst. Handeln. Nur eine Impro-Pistole, ich glaube, die braucht er nicht. Gut. Okay, passt. Sind wir fertig, theoretisch. Die habe ich noch schnell weg. Rein da. Da. So. Huch, da. So, ja. Und auf geht's. Endlich. Nach 25 Jahren. Eigentlich sind es fast 10 Minuten, aber es kommt uns vor wie 25 Jahre. Jawohl. Ach, wie die Zeit vergeht. Na los, lade. Ach, welch herrlicher Ladebildschirm. Immer noch so ein saftiges, schönes, leuchtendes Grün. Was? Was gerade ein Brahim? Brahim. So, Entschuldigung, ich sage immer Brahim. Brahim. Muss der Marken schöner sprechen. Das Ramschwert da. Hier, alles mitnehmen. Nanu. So. Nehmen wir natürlich mit. Und dann schauen wir uns hier mal um. Ja, Hundi, sehr gut.
Da ist sowieso nichts mehr. Hallo. Ein Liftelein. Aber da müssen wir noch nicht hin. Wäre aber wurscht, oder? Tatsächlich, das haut nur hin. Ja, komm, rein. Durch die Wand. Was? Hat er gerade wer geredet? Ding. Achso, der da. Okay, leben tut da jetzt mal keiner. Ich wollte mich nur schauen, ob es hier vielleicht irgendwas für uns gibt. Nicht wahr, Hancock will ich sagen. Hundi, Dogmeat. Jetzt muss ich wieder umgewöhnen. Na, lauf, lauf, lauf. Hallo? Ist hier jemand? Nö. Da oben konnte man parken. Aha, da haben wir jemanden. Ui, und die Fliegen sind schon dabei. Ja, ja, das kommt davon, wenn man zwei Tage nicht spielt. Oder einen Tag, besser gesagt. Dann kommen schon die Fliegen. Ja, ja. Das ist immer so. Lalala, lalala, lalala. Was haben wir denn da? Außer wieder ein Haufen Autos, die komplett eine Haarklammerbox. Entschuldigung. Yeah, und einen Safe. Nein, so vielleicht. Yeah. Haufenweise Patrönchen, eine Pistole, eine Silbergabel, technisches Dokument und Vorkriegsgeld. Aha, 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 super. Das hat sich schon mal ausgezahlt. Können wir hier runter? Ja, runter schon. Für die Kiste hier. Boah, viele Patrönchen, Granaten, Splitterdingens und zwei Buffen nehme ich mal an. Hier auch. Super. Super. Gut. Das scheint es gewesen zu sein. Das ist Dogmeat. Der tut so komisch. Ah, und es regnet schon wieder schlagartig. Wird's schier. Naja, okay. Dann würde ich meinen, wieder zurück und darunter vielleicht. Oder gleich. Hui! Hui! Boom! Nur mal überprüft, ob es hier Todeskrallen gibt. Na, Spaß. Naja, was soll's. Ich hätte gern ein Eis, bitte. Oh, ist es nur ein Getränkestand? Ich kenne sowas als Eisstand. Oder vielleicht war das ja ein Hotdog-Dings-Geschichtel. Das könnte auch sein. So, haben wir es jetzt dann bald mal. Da noch. Ein Nuka-Cola-Shuttle. Nicht schlecht. Kannst dein Auto wirklich irgendwo... irgendwo stehen lassen und kannst dich da wirklich den ganzen Tag über nur amüsieren. Brauchst keine Angst haben, dass du wieder irgendwo, also hast du Angst, Sorge halt, dass du wieder irgendwo hinfahren musst, ausparken, hinparken, keinen Parkplatz finden. Bäh. Nee. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke, die meisten von euch werden Dragon Ball kennen. Das wäre so was von geil, wenn es wirklich diese Kapseln geben würde, ehrlich gesagt. Das wäre echt mega cool. Einfach mal so, zack, Auto eingepackt, in so eine kleine Kapsel, rein ins Geldbörserl oder eben in diese Kapselbox da eingesteckt, in die Handtasche und gut ist. Alter, du könntest den gesamten, du könntest wirklich die Straßen, die Parkplätze, du könntest das alles in wunderschöne grüne Flächen verwandeln. Das wäre so cool, auch für die Natur, für die Umwelt. Boah, ey. Ich weiß ja nicht, ob euch World of Warcraft was sagt, aber da hat's jetzt ja... Also geht's jetzt ja weiter mit dem Spiel. Es ist jetzt ja Legion heraus. Und ich muss sagen, wenn man da so... ja, ganz am Anfang in einem bestimmten Gebiet ist... Boah, die haben da so schön alles... Ich meine, es ist überhaupt alles schön, aber... Von der Natur, von der Vielfalt der Natur. Es ist ein Wahnsinn, wie schön da alles designt ist. Das ist unfassbar. Und sowas in der Art kann ich mir vorstellen, natürlich über die Jahre,
dass man das dann aus diesen ganzen überflüssigen Parkplätzen machen könnte. Wirklich wunderschöne Parks, wo man sich hinsetzen kann, die Seele baumeln kann, ein Eis essen kann, wie auch immer. Oder auch ein Kaffee. Ein Kaffee to go. Vielleicht gibt es auch mal Tee to go. Ja, das wäre auch mal was. Was? Oh Mann. Scheiße. Die werden sterben. Was ist mit dir? Harvey. Was ist dann geschehen? Raider. Diese Bastarde haben meine Familie. Du musst mir helfen. Bitte. Ja, sicher. Du siehst schlimm aus. Erzähl mir, was passiert ist. Ich helfe mir selbst. Alles okay? Frag nicht so blöd. Du siehst schlimm aus. Du siehst schlimm aus. Erzähl mir mehr darüber. Meine Familie und ich trafen ein paar Händler. Sie meinten, sie würden eine sichere Siedlung kennen. In Nuka World. Aber als wir eintrafen, das waren Raider, die uns an der Nase rumgeführt haben. Ich konnte fliehen. Aber meine Frau und mein Sohn sind noch da. Ich wollte Hilfe holen und zurückgehen. Aber ich habe nicht damit gerechnet, eine Kugel abzukriegen. Scheiße. Gibt es Nuka... Es gibt Nuka World noch. Das bringt einem Vertrauen ein. Boah, Steam-Paket anbieten. Ja, lass bitte. Lass mich dir helfen. Ich habe ein Steam-Pack. Nein, nein. Ich komme schon klar. Heb dir das für meine Frau und meinen Jungen auf. Lisa und Cody. Ich habe 44 Stück. Deine Beerdigung. Boah, warum schlägst du das aus? Du denkst nicht klar, darauf bestehen. Sicher, darauf bestehen. Wirklich? Ich hab genug. Nimm schon. Mensch, ihm läuft die Zeit davon. Bitte geh. Wenn du es nicht für sie tust, dann für Kronkorken. Ich kann dich bezahlen. Ich glaube, ich bin. Was ist mit dir? Werde es versuchen, kann ich zersprechen. Ich helfe dir. Na gut, ich helfe dir. Oh, Gott sei Dank. Hier, nimm das. Das ist das Passwort für das Einschienenbahnsteuerungsterminal. Am schnellsten kommt man mit dem Nuka-Express nach Nuka World. Aber ich habe ihn abgeschaltet, damit diese Bastarde mir nicht folgen können. Such im Büro nach dem Steuerungsterminal, um die Bahn wieder mit Energie zu versorgen. Und beeil dich. Wer weiß, wie viel Zeit ihm noch bleibt. Ja, vor allem dir. Ja, du bist der Kasperl, echt. Muss ich schon sagen. Das ist schon ein Kasperl. Wir haben 44 Steam-Pakete. Hallo? Ich brauche Licht. Das hätte jetzt ruhig nehmen können. Also echt, da sind nochmal zwei. So ein Depp. Entschuldigung, aber das ist wirklich ein Depp. Oh, was haben wir denn da? Was zum Entsperren? Halt, halt. Jetzt vielleicht? Yeah. Ja. Hallo. Ist hier jemand? Nein, das freut mich. So, also... Natürlich kann hier jemand sein, aber keine Bösewichte. Das meinte ich mit, ich freue mich. Ein verbranntes Wirtschaftsmagazin. Ja, nehmen wir alles gerne mit. Mit. Ja, Doki, ne? Ja, ja. Bist du ein braves Hundi? Ja. Lang ist's her, ne? Freust du dich, dass du wieder mit darfst? Ich glaube schon, so wieder hechelt. Irgendwie schade, dass es da nicht mal so als Spaß... Dass es da nicht irgendwie so Leckerlis gibt. Ein Fusionskern. Das radioaktiv. Du bist schuld. Ein Vorschlaghammer. Und den hätte ich fast übersehen. Bist du gescheit. Halt, ne, super. Abgebrochen beim ersten Versuch. Ja, so. Jawohl. Das wär's. Super, Patrönchen, Gemüsestärke. Boah, ja. Für schlechte Zeiten. Könnt ihr euch gleich merken, Gemüsestärke ist immer für schlechte Zeiten. Darum gibt man das in den Tresor. Wunderprächtig. Alles mitgenommen. Super. Super. Alles ist so super. Super, super, super. Streng gesehen, lol. Das ist mal eine einfache Geschichte, ne? Müsst es gar nicht aufsperren. Wenn du es nicht kannst, brauchst du nur rundherum gehen und dann kannst du hinten rein. Aber so kriegst du halt Pünktchen. Erfahrungspünktchen. Na, wie legt es sich denn heute so? Die Topmodels von heute werden auch immer schlanker. Aber jetzt denkst du, die Musik geht immer noch, ne? Die Musik. Ah ja, das warst du, genau. Naja, wir retten deine Leute schon. Kann sich nur noch um Stunden handeln.
Keine Sorge, wir machen das. Auf jeden Fall. Irgendwann. Da ist noch was drin. Hallo. Super. Da nichts mehr, ne? Na, der ist hier umgefallen. Und zwar genau so, dass du nichts mehr damit anfangen kannst. Coca-Cola, la, 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 la. Ah, die Kasse gleich mal zu Boden geschmissen. Da, 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 da. Vor Kriegsgeld, la, 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 einen Löscher, wunderbar. Da, 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 da. Da, da, da. Hm, hm, hm. Nichts übersehen, nichts übersehen, nichts übersehen. Bitte nichts übersehen. Oho, aha, dann hat es auch gleich umgebracht, die arme Sau. Ja, das Leben eines Roboters ist auch nicht immer einfach. Huch. Oh. Ach so. Fahrplan der Einschienenbahn. Der Nuka Express fährt planmäßig alle 15 Minuten. Dieses System informiert die Firma über alle nicht autorisierten Verzögerungen. Sonntag, Donnerstag, 6 Uhr bis 9.30 Uhr nur für Mitarbeiter. 9.45 Uhr bis 23.55 Uhr für alle Fahrgäste. 0 Uhr Betriebsschluss. Was machst du denn da, wenn du das versäumst? Hast Pech gehabt, musst hier bleiben wahrscheinlich, ne? Freitag bis Samstag 6 Uhr bis 8.30 Uhr nur für Mitarbeiter, 8.45 Uhr bis 23.55 Uhr für alle Fahrgäste. Boah, die haben auch teuflische Arbeitszeiten, oder? Und wieder ab 0 Uhr ist Betriebsschluss. Stromnetzverwaltung. Energiestatus des Transitzentrums. Was? Ach so, ja. Ist abgeschalten, ja, ja. Stromversorgung aktivieren, bitte. Jawohl, super. Das haben wir schon hinbekommen. Bitte seien Sie vorsichtig. Die Schienen stehen nun unter Strom. Jo. Wer eine Stehfrisur haben will, bitte gern. Hilfsenergie aktivieren. Zugriff auf Hilfsgeneratoren abgeschlossen. Achtung, eine Durchsage. Befolgen Sie in Notfällen bitte alle Anweisungen der Nuka World Angestellten. Vielen Dank. Alter, ich dachte, es steht jemand hinter mir. Puh. Okay, bitte melden Sie die fehlenden Hauptenergien dem Wartungsteam. Abbrechen. Was hätten wir noch? Wartungsanfragen. Bitte auswählen, um Gottes Willen. Verstopfter Brunnen. Eintrag von Kay O'Rourke. Irgendein Kind hat wieder Kaugummi in die Düse des Brunnens gestopft. Super. Nuka-Cola verkündet mit Stolz, wir sind die einzigen an der Ostküste, die Nuka-Cola Quartz und Nuka-Cola Victory im Programm haben. Probieren Sie sie noch heute. Ja. Also zugewiesen an Jay McCurry. Habe ekelhaften, grünen, leuchtenden Kaugummi aus der Düse entfernt. Wah. Befehle Überwachung. Wah. Also nicht Befehle, sondern Empfehle Überwachung. Um den Wiederholungstäter ausfindig zu machen und zu bestrafen. Ja, wirklich, war ekelhaft das Ganze. Ein dauerhaftes Hausverbot für den Park wäre ideal. Das ist jetzt das sechste Mal. Ui, Karamit. Au weh, das ist echt nicht gescheit. Also eine Klasse. Durchsagen werden wiederholt. Status abgeschlossen. Eingetragen von P. Reading. Über die Lautsprecher wird immer wieder die Durchsage zu Nuka-Cola Tark abgespielt. Reservieren Sie sich jetzt Tickets und seien Sie der Erste in unserer wütenden Anaconda-Achterbahn, die bald im Safari-Adventure eröffnet wird. Kacke, ich hätte das echt nicht einschalten sollen. Naja, zugewiesen an Jay McCurry. Habe das Durchsagesystem, das sich in einem schrecklichen Zustand befindet, neu gestartet. Ich empfehle die Todesstrafe, bist du gescheit, für den widerwärtigen Typen, der sich das ausgedacht hat. Am Samstag habe ich frei, falls jemand ein Erschießungskommando zusammenstellen möchte. Was? Alter, das gibt's ja nicht. Was sind das für Einträge?
Der 13. Oktober 77. Protektron reagiert nicht. Da geht alles vor die Hunde, ne? Status abgeschlossen. Eingedrungen von K. Rook. Einer der Protektrons reagiert nicht mehr. Er steht Das große Halloween-Spuktakel von Nuka World beginnt nächste Woche. Ticketreservierungen für diese Abendveranstaltung sind am Haupteingang möglich. Ja. Einer der Protektrons reagiert nicht mehr. Er steht regungslos vor dem Aufzug und blockiert den Fußgängerverkehr. Es ist sehr fürchterlich. Zugewiesen an Jay McCurry. Was haben wir heute gelernt? Protektrons müssen jeden Abend in ihre Ladestation zurückgebracht werden. Ich empfehle dieses Transitzentrum von fähigen Personen führen zu lassen. Nicht vor, sondern von. Entschuldigung. Und den Job nicht irgendeinem Kind zu geben, dessen Papa in der Vertriebsabteilung arbeitet. Was zum Teufel, der ist aber nicht freundlich, oder? Der K.O.R.O. Sie haben ist etwas nicht verloren. Freundlich. Dann kommen Sie ins Fundbüro am Haupteingang. Dort erhalten Sie Ihre Sachen gegen Zahlung einer kleinen Gebühr wieder. Super, schön. Verstopfte Brunnen, kleine Gebühr wahrscheinlich gleich mal. Kannst das ganze Geldtaschel dort liegen lassen. Status abgeschlossen, eingetragen von K.O. Rook. Die Düse des Brunnens wurde schon wieder durch Kaugummi verstopft. Zugewiesen an Jay McCurry. Habe diese abscheuliche Verstopfung abermals entfernt. Ekelhaft. Wirklich. Ernsthaft. Dafür wird das Nuka Cola bezahlen. Verkündet mit Stolz die große Wiedereröffnung unserer Welt der Erfrischung. Jetzt mit leckerer Nuka Cola Quantum. Ja, ich habe den Protektron ein bisschen modifiziert, damit er ein Auge darauf wirft. Wahrscheinlich gleich mit Schusswaffen ausgestattet. Alles, was dort in der Nähe des Brunnens ist und sich drüber bückt, wird erschossen wahrscheinlich. Alter, 22. Oktober 77. Tür schließt nicht vollständig. Status abgeschlossen. Eingetragen von P. Reading. Die Tür der Einschienenbahn schließt nicht richtig und bleibt einen Spalt weit offen. Zugewiesen an Jake Crosby. Liebe Eltern, wenn Sie etwas suchen, Alter, um erfrischt durch den Tag zu kommen, probieren Sie Nuka Cola Dark. Der erfrischend bekannte Geschmack mit einem Hauch von Alkohol. Supi, die Auskleidung war alt und ist herausgefallen. Daher konnte die Tür nicht geschlossen werden. Habe sie ausgebaut und ersetzt. Sehr brav. Alter, huch, war da noch was? Entschuldigung. Na. Ich wollte schauen, ob noch was war. Entschuldigung, ich glaube ganz unten. Nuka World möchte allen Gästen mitteilen, dass ein Teil des Eintrittsgelds den Männern und Frauen zugutekommt, die für uns in der Fremde kämpfen. Benachrichtigung, Entschuldigung. Service am Ei mit einem Lächeln. Ja, an alle Mitarbeiter. Die Nuka Cola Corporation hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihren Gästen das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Die ersten Nuka World Mitarbeiter. Nuka Cola verkündet mit Stolz die große Wiedereröffnung unserer Welt der Erfrischung. Jetzt mit leckerer Nuka Cola Quantum. Ja, die ersten Nuka World Mitarbeiter, auf die unsere geschätzten Kunden treffen, befinden sich hier im Transitzentrum. Daher erwarten wir von Ihnen stetige Hilfsbereitschaft und gute Laune. Wir möchten Sie noch einmal daran erinnern, dass dies Teil Ihres Arbeitsvertrages ist. Das Versäumnis dieser Aufforderung nachzukommen, ziehe eine fristlose Kündigung nach sich. Die Firmenleitung. Liebe Eltern, wenn Sie etwas suchen, um erfrischt durch den Tag zu kommen, probieren Sie Nuka Cola Dark. Der erfrischend bekannte Geschmack mit einem Hauch von Alkohol. Mit einem Hauch, ja, wahrscheinlich hast du eine Fahne, das, ja, egal. Der 2. Oktober 77. Aktualisierter Herbstzeitplan. An alle Mitarbeiter, beachten Sie bitte, dass sich der Zeitplan für den Monat Oktober geändert hat. Dies ist unser letzter Monat in der Saison. Also geben Sie noch einmal Achtung, alles. Achtung, eine Durchsage. Befolgen Sie in Notfällen bitte alle Anweisungen der Nuka World Angestellten. Vielen Dank. 13. Oktober 77, entlassene Mitarbeiter. Oh, an alle Mitarbeiter. Die Nuka Cola Corporation untersucht derzeit den ehemaligen... Untersucht? Tatsächlich? Wie denn? Ganzkörper?
den ehemaligen Mitarbeiter Groden McCree, der was immer so geschimpft hat vorher, ne? Nachdem eine Protektron-Fehlfunktion zu Verletzungen bei einem Kind geführt hat. Reden Sie bitte mit niemandem außerhalb der Firma über diese Angelegenheit, die Firmenleitung. Ich hab's mir schon gedacht. Wir haben es uns ja gedacht, dass sowas passieren muss, ne? Wenn's da herumfuscht bei sowas. Es ist ja echt typisch. Nuka Cola verkündet mit Stolz die große Wiedereröffnung unserer Welt der Erfrischung. Jetzt mit leckerer Nuka Cola Quantum. Jaha, danke. Alles gut. So, dann würde ich sagen, wir steigen mal ein. Servus. Und ich würde sagen, wir müssen hier auf das Knöpfele drücken, oder? Bitte. Bitte halten Sie die Türen frei. Ja. Ja, jetzt kommen die ganzen anderen Sprachen, damit es euch jeder versteht. Sehr brav. Löblich. Sehr löblich. Guten Tag. Im Namen der Nuka Cola Corporation möchten wir Sie an Bord der Nuka Express Einschienenbahn willkommen heißen. Bleiben Sie aus Sicherheitsgründen bitte während der Fahrt sitzen oder benutzen Sie die Handläufe. Wenn Sie bitte Ihre Aufmerksamkeit auf die rechte Seite richten möchten, können Sie Nuka Worlds berühmten Fistop Mountain sehen. Mit seinen mehr als 100 Metern ist der Fistop Mountain das höchste Bauwerk in Nuka World. Dort finden Sie außerdem das 5-Sterne-Restaurant Fistop Grille. Schön, da gibt's vielleicht viel verschimmeltes Essen. Das Herz von Nuka World. Nuka Town, USA. In der Cola Cars Arena, dem... Also, Harvey hat einen neuen Dummkopf hergebracht, der seiner Familie helfen soll. Kaum zu glauben, dass der Trick noch funktioniert. Ich habe nur kurz Zeit, also hör mir zu. Und zwar ganz genau. Mein Name ist Gage, Porter Gage. Und die Wahrheit ist, du wurdest reingelegt. Das ist keine Rettungsmission, sondern eine Todesfalle. Aber wenn du da irgendwie lebend rauskommst, habe ich ein interessantes Angebot für dich. Bis dahin, viel Spaß und sorg für eine gute Show. Ich werde dich beobachten. Supi, willkommen bei den Hunger Games, ne? Super! Nuka Station. Jawohl. Wir lieben es. Wir lieben es. Großartig. Das heißt, Bufen richten. Nachgeladen ist sie. Entschuldigung. So. Ja, ja. Die Musik passt hier. Prima. Was ihr noch nicht mitbekommen habt, es gibt Frischfleisch für die Feuerprobe. Arschloch. Dreck hat's. Echt. Aufzug. Lol, das Bild gefällt. Also die Animation gefällt mir gerade nicht. Okay, hier drinnen scheint es noch keine Arschlöcher zu geben. Ich würde mal meinen. Boah, ist das übel. Aber ist irgendwie logisch, ne? Jetzt zahle ich mal drauf für meine Leichtgläubigkeit, ne? Aber der Typ war ja auch mehr als sonderbar. Der war ja, da hat man schon gerochen, dass da irgendwas faul sein muss. Wenn du schon am Verbluten bist und du nimmst ein Stim-Paket nicht an, ne? Das ist dann schon mal verdächtig. Nuka Station Informationsterminal. Mal schauen, ob nochmal dasselbe steht wie gerade vorhin. Willkommen in der Feuerprobe. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei Ihrem Aufenthalt. Wählen Sie bitte eine der nachfolgenden Hilfeoptionen. Du bist tot. Systemfehler. Auswahl, du bist sowas von tot. Verweist nicht auf eine gültige Datei. Wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst. Ja, vielleicht finden wir ihn ja und können ihm eine Kugel in den Kopf schießen. Entschuldigung in dem Fall, ne? Du bist sowas von tot. Ja. Systemfehler. Auswahl, du bist sowas von tot. Verweist nicht... was nochmal? Hä? Warum steht das... Huch, Entschuldigung, es war einmal zu viel.
Warum steht das jetzt zweimal? Du bist tot? Tatsächlich. Okay. Dann viel Spaß beim Sterben. Systemfehler, Ausfall, viel Spaß beim Sterben, verweist nicht auf eine gültige Datei. Wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst. Okay, viel... Ja, viel viel zum Eintragen haben sie da nicht hinbekommen. Zeit zu sterben! Ja, nochmal dasselbe, gut. Schön, das sind ja tolle Aussichten. Da will ich mal meinen, bevor wir uns in die Schlacht begeben, ein paar Minütchen haben wir ja noch, ist das Ärgerliche, dass wir schon ziemlich voll sind, erstens. Und zweitens wollte ich nur nachschauen, Hilfsmittelchen wegen Essen und so. Wo haben wir denn noch recht viel? Meierlöck Kuchen wäre eine Geschichte. Auf Quee. Was haben wir denn da noch? Geröstetes Meierlöckfleisch hätten wir sogar noch 3. Aber ich werde das jetzt tauschen aus Sicherheitsgründen. Weil ich schon das Gefühl habe, dass ich hier abnippeln darf. Und ich auch werde. So, jetzt ist die Frage, rauf oder runter? Was meinst du, Doggy? Rauf. Was? Ist da noch was zufällig? Ja, Haarklammern und Nuka Kate Ticket. Ticket. Dann fahren wir doch mal hier rauf, oder? Ach so, geht eh nicht. Okay. Geht eh nicht. Entschuldigung. Dann müssen wir da runter und schauen, und was da gibt. Hoffen wir, dass unsere neueste Beute sich inspirieren lässt von unseren letzten Opfern. Sykes alter Brief. Das ist gar nicht gut, wenn hier schon so viele Leichen sind. Wartet mal ganz kurz. Der alte Brief. Ist es vielleicht bei Diverses dabei? Ich hoffe. Mit S. Also weiter runter. Vielleicht gibt es da irgendwelche Infos für uns. Da. Sykes. Du wertloses, nichtsnutziges Stück Scheiße. Bitte was? Du hast dir nicht nur mein ganzes Chat reingepfiffen, sondern auch noch Fate für lausige 100 Kronkorken verkauft. Um das wieder gut zu machen? Tja, diese verdammte Minigun war mir mehr wert als dein Leben. Du hast mich zum letzten Mal verärgert. Ich bin raus. Ich kümmere mich nicht mehr um dich. Viel Glück. Oha, weiter. Allein da draußen. Was? Viel Glück allein da draußen. Okay, du wirst nicht mal einen Tag durchhalten. KC. Aha. Schön. Hundi. Langsam, nicht so schnell nach vor da. Da wird's gefährlich. Ich fühle mich ohne meine Puffen nicht mehr sicher hier. Essen? Dingens? Wenn das Opfer noch lange braucht, sterben wir vor Langeweile. Ich hab gewusst, es ist eine Falle. Diese Bagage. Was? Was? Alter, aber kannst du sagen, was du willst? Das wird spannend, mit ziemlicher Sicherheit. War. Hör auf zum Schießen, du Kuhfort. Noch mehr? Boden. Du Klumper, du Schirchs. Nochmal.
Da oben auf der Seite? Irgendwie? Was? Das ist ja hin. Da. Klumpert. Da vorne? Ist erledigt. Da ist auch erledigt. Scheißegal, was du tust. Die Feuerprobe stand hinten dir sowieso an. Halt die Klappe. Und die Schnauze auch, ja. Ich werde dann wieder das Graffel, sobald wir überladen sind, werde ich wieder mal irgendwo in so einen Müllkübel oder so schmeißen. Das hört sich echt dumm an, aber in ein Behältnis schmeißen, damit wir das nachher wiederholen können. Mal fürs Erste sammle ich mal das Ganze ein, aber ich denke mal, das Schlaueste wird sein, wenn ich das... Was? Ist das noch so ein deppertes Gerät? Hör auf! Das Schlaueste wird wahrscheinlich sein, wenn ich gleich wieder jetzt im Anschluss raufgehe und mal alles frei mache, was wir so mitschleppen. Glaube ich, weil der Part ist ja eh schon zu Ende. Tut mir leid. Für den etwas schlechten Start. Ja, der Verkäufer hat es überstanden. Da ist wieder jemand. Wie? Wie? Oh, du Sau! Du dreckiges Klump, du Schirks. Mein Hundi, da. Ach Gott. Arschlochgerät. Ja, und die Musik, ne? Die Musik passt ja wieder super. Da, ich wollte looten noch ein bisschen, aber ja. Den Löscher nehmen wir noch. Die Handschellen. Da ist Patrönchen. Ja, nehmen wir gerne mit. Alter, wenn ich die Kerle erwische, die brennt so eine Kugel in ihren depperten Schädel. Oh, apropos Schädel. Bitte, was soll denn das? Abschreckend wirken, oder was? Ganz ehrlich, da werde ich gleich, also da werde ich grantig bei sowas. Diese Bastarde. Ich wollte eigentlich den Part beenden. Jetzt wollte ich das noch schnell zusammensammeln. Ja, ich glaube, ich muss da aufhören und beenden, weil sonst kommt da nichts weiter. Das sind sicher haufenweise Fallen am Boden. Ich habe schon schnellere Packrahmen gesehen als die Sopper. Wenn ich den erwische, ich erschieße den, da gibt es sicher keine Gnade. Denn hau ich so dermaßen eine in seinen depperten Pelz. Dreckskerl, elendiger. Schircher Watschka, wirklich wahr. Na, naja, egal. So. Ich lass mir Zeit. Ganz ehrlich, wenn es so ein Depp ist, ne, lasst euch ja nicht stressen. Tut's den ja schön zigieren. Lasst euch Zeit, nehmt euer Tempo, wie ihr gerne möchtet. Ich nehme da jedenfalls schon mal alles gerne mit. Das ist mir wurscht. Der soll sich nur schön ärgern. Der will uns immerhin auch umbringen. Bitte, da soll er sich auch ordentlich ärgern dabei. Ja. Wenn wir schon uns hier durchquälen müssen, dann soll er das auch. Blöder Dreckskerl. So, jetzt bin ich überladen, ne? Genau. Jetzt habe ich es gerichtet. Passt. Sehr gut. Wie gesagt, ich schau mal rauf ganz schnell, ich schmeiß... Halt die Gosch. Also ich bring das Zeug jetzt mal ganz schnell rauf, da in so einen Mistkübel. Und wir sehen uns dann, und sehen, genau, wir hören uns dann beim nächsten Part. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder vielmals fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns, wie gesagt, schon mal beim nächsten Mal. Tschüssi!